Hallo, schönen guten Tag an euch alle. Dieses schöne Bild erinnert uns, wenn wir in Urlaub fahren, schön am Meer oder irgendwohin. Aber es gibt immer mal ein Problem, ich habe es erst abgestellt. Es passiert immer das schlimmste Fall in Urlaub. Einen Fall erkläre ich euch, wir waren unterwegs in London und dann sind wir in die kleinen Dörfer, wir hatten keine Zeit. Uns wurden dann im Hotel von dem Filmteam die Fahrzeuge die Seitenscheiben eingeschlagen. Was das machen? Wenn man sich tagelang, 14 Tage in London und London geht es noch, aber außerhalb rumfährt, will man ja nicht nur eine Folie vor der Tür kleben, also vor der Türscheibe oder eine Pappe, eine Notverglasung. Wie funktioniert das? Bei den Seitenscheiben ist es ziemlich simpel und einfach. Wir holen uns im Baumarkt eine Plexiglasscheibe, schneiden sie zu und tun die Türverglasung aber und unten reinstecken. Das funktioniert gut, man kann durchgucken, alles Seitenscheiben, die geklebten kann man auch und die wird mit einem Kleber einfach aufgeklebt. Bei der Heckscheibe ist es schwieriger, da müssen wir ziemlich dünnes Plexiglas haben, dass wir dann auch die biegen können, dass das die Form annimmt. Es gibt aber auch noch einen anderen Fall. Wir waren in Frankreich gewesen, ziemlich weit außerhalb, kein Notdienst, nichts, wir wollten ja auch zu Hause reparieren, ein Steinschlag in der Scheibe, in der Windschutzscheibe. Was sollte man da machen? Wenn man zu Hause ist, tut man den direkt abkleben, weil man dann den Steinschlag reparieren kann mit einem Wachs, mit einem Harz und einer Blaulichtlampe. Dann härtet das und fertig. Aber was macht man unterwegs? Entweder tut man, wie gesagt, den Teelöffel machen, aber nach zweimal Wischen ist der weg. Ich persönlich, das hat auch gut funktioniert, habe einfach Sekundenkleber genommen mit der Spitze rein und habe das Loch, also den Steinschlagloch, versiegelt mit dem Sekundenkleber. Es hat gut funktioniert. Am Ende wurde ja so und so wieder der Steinschlag zu Hause repariert. Da haben sie ein bisschen da mit einem kleinen Bohrer wieder reingemacht, was so und so ist. Dann wurde versiegelt mit dem Harz und ist bis heute in Ordnung. Deswegen kann ich das nur empfehlen, für den Notfall einen Sekundenkleber bei. Den habe ich immer in Urlaub bei. Und ich glaube, ich konnte euch vielleicht helfen, vielleicht auch nicht. Ciao, ciao, euer Manni.